einmal so richtig lachen, bevor die stressige Wintersaison startet. Diesem Grundsatz verschreibt sich Hannis Theatergruppe bei ihrem traditionellen Herbsttheater, das heuer am 10. und 11. November aufgeführt wurde. In 2,5 Stunden lieferten die Akteure im prallgefüllten Arlbergsaal eine vielseitige und höchst unterhaltsame Performance. Einen glanzvollen Auftritt lieferten dabei auch die Rolling Stones. Und nicht zu vergessen, beim berüchtigten Dorftratsch blieb auch in diesem Jahr kaum ein Hoppala unbeachtet. Ich habe gehört, ihr habt da beim Ali Werner ganz gut gegessen mit der Feuerwehr, oder? Siehst du nicht. Leute sind wir in etwa 15 bis 20, je nachdem, wie viele Stückel wir spielen. Geben dort sind schon über 30 Jahre. Das hat die Hanni Matt damals angefangen, als kleine Show vor dem Winter, dass man, wie sie immer gesagt hat, dass wir einmal vor dem Winter noch etwas zum Lachen haben, weil danach haben wir eh nichts mehr zum Lachen. Und so ist es halt weitergegangen und wir haben es weitergeführt, nachdem die Hanni 2005 geschoben ist. Und ja, was die Leute erwarten, sie wollen lachen. Warte nicht auf mich, du bist zu gut für mich. Ich werde auswandern. Nach Australien, Afrika oder ins Bad Znam. Diese Hängebrücken im Verfall, die hat man wieder anständig eröffnet, gell? Ja, wie habt ihr denn ein Nummer? Ja, das ist sicher die Schobelbrücke Nummer 2. Zur Strafe fahre ich heute betrübt zum Schaffbauerwald. Ach so, und sind Sie da schon gegangen, oder was? Voll sind zwei Jungen. Wir werden Sie das Haus des Lebens zeugen, weil euch der Spiss Bett wird. Und dann ist das sogar noch ein Hundertwasserhaus draußen. Besonders groß geschrieben wird im Theaterverein aber auch das soziale Engagement. Wir spenden nur an Privatleute, also wir werden immer wieder angesprochen. Wir haben auch super Kontakte der Bruderschaft St. Christoph. Die kommen oft zu uns und geben uns Vorschläge, wer bei uns eigentlich im Bezirk oder im Tiroler Oberland wirklich Hilfe braucht.